Damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 8.6. Wildwuchs von Hochhäusern im Stadtbild verhindern. Leitbild Hochhausentwicklung für Dresden entwickeln. Ein interfraktioneller Antrag. Wer mag diesen Antrag einbringen? Herr Löser, bitte. Ja, meine Damen und Herren, wir haben ihn ja schon diskutiert in den Ausschüssen, auch in den Medien wurde er entsprechend schon dargestellt. Ich will es nochmal ganz kurz machen. Wir haben in Dresden die Situation, dass wir in den letzten Jahren auch aufgrund des Baubooms natürlich Begehrlichkeiten haben von Vorhabenträgern, die auch gern in die Höhe bauen wollen, weil es natürlich schön ist, von oben auf die Stadt zu schauen, weil man natürlich dann auch mehr Bruttogeschossfläche in so einen Bau hineinbringt. Nun ist Dresden eine Stadt gewesen, die, wir haben es ja gerade schon besprochen, über die Jahrhunderte eine eigene Kultur auch im Umgang mit hohen Gebäuden entwickelt hat. Es war über lange Jahrhunderte so, dass nur bestimmte repräsentative Bauten in Dresden eine bestimmte Höhe erreichen durften, denn man hat auf der einen Seite die Silhouette der Stadt vom Elbraum her gesehen. Es gibt ganz viele Blickbeziehungen, gerade von der Brühlschen Terrasse, aber natürlich auch die Lage der Stadt, in der die Stadt eingebettet ist, die Höhenbeziehung sozusagen, Blickbeziehung in die Stadt, all das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und wir hatten mit dem Bau des World Trade Centers ja so den ersten Punkt, wo wir in Dresden nach 89 dann darüber begonnen haben zu diskutieren. Der wurde damals recht deutlich visualisiert und dann hat man plötzlich festgestellt, na hups, da war dann doch eine Stufe zu hoch, mehr als man dachte. Und wir haben jetzt verschiedene Vorhaben in der Stadt, die hier in die Höhe streben und wo wir glauben, dass wir schon zwischen diesem Spannungsfeld, wie hoch soll es sein oder wie hoch darf es sein und was verträgt eigentlich die Stadtsilhouette, auch das jetzt mal ein bisschen regulieren müssen. Und deswegen schlagen wir hier vor, dass die Stadt sich ein Leitbild gibt, ein Leitbild zur Hochhausentwicklung. Es gab in den 90er Jahren, die CDU wird darauf hinweisen, damals schon auch den Antrag von euch, wo ihr das im Prinzip untersucht habt, lassen. Nur muss man eben sagen, dass wir schon eine Reihe von Vorhaben jetzt auch bekommen haben, die sozusagen auch so taten, als ob es diese Festlegung damals nie gegeben hätte. Wir glauben, vor dem Hintergrund dieses gewachsenen Druckes auch von Vorhabenträgern in Dresden, müssen wir das jetzt nochmal nachschärfen, um auszuschließen, dass wir dann am konkreten Projekt immer über die Höhe reden, sondern wir wollen erstmal klar sagen, in welchen Sichtbeziehungen kann man sich das vorstellen, wo sollte es prinzipiell ausgeschlossen werden, um die Silhouette und wichtige Blickbeziehungen zu schützen. Dabei sagen wir auch als Grüne nicht, dass man überhaupt nicht in die Höhe bauen darf, sondern man muss nur genau gucken, wo man das tut. Wir haben da eine Verantwortung als Kunst- und Kulturstadt, ist es sehr wichtig, mit diesem kulturellen Erbe auch verantwortungsvoll umzugehen. Deswegen legen wir diesen Antrag hier vor. Ich kann noch mal kurz sagen, was wir im Rahmen des Leitbilds hier gern klären wollen. Gibt es generelle Höhenbegrenzungen in dieser Stadt? Lange Zeit war ja das Maß, diese 100 Meter, der Rathausturm hat sich ja dann mit dem goldenen Rathausmann da ein bisschen drüber gestreckt. Wie überhaupt werden Belange des Denkmalschutzes einbezogen? Wir haben es immer wieder, diese Diskussion dann im Nachhinein. Was braucht man eigentlich für Festlegungen hinsichtlich auch der öffentlichen Nutzung? Denn ich sage mal ganz klar, wie in Frankfurt am Main, da stehen, wer das mag, ich mag Hochhäuser ganz prinzipiell, tolle Gebäude rum, aber in die wenigsten kommt man da hinein. Und ich finde schon, wenn man in einer Stadt so etwas baut, sollte man auch darüber reden, was hat denn dann die Stadtgesellschaft für eine Möglichkeit? Kommt sie da mal hoch? Kann sie das irgendwie nutzen? Oder sind das dann Bankgebäude, wo man unten nur reinkommt, wenn man an der dicken Security dann irgendwie vorbeigekommen ist? Und vor allen Dingen auch die Frage Klimawandelanpassung. Was ist denn eigentlich mit Dachbegrünung, mit Gebäudebegrünung? Wie sieht das eigentlich aus in Zukunft bei solchen großen Gebäuden? Ist die große Glasfassade noch das, was man da braucht, wenn man sich überlegt, was das im Sommer auch klimatisch bedeutet? Regenwassernutzung, all diese Dinge sollen einmal geklärt werden. Es gibt viele Städte, die haben so ein Leitbild und wir streben das hier für Dresden an und würden uns sehr freuen, wenn Sie das mit unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist gleichzeitig die Fraktionsrunde auch eröffnet und als nächstes SPD-Fraktion, Herr Steinmann-Fischer.
Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, von der Struktur her fast eine ähnliche Rede wie eben. Es ist ja das gleiche Anliegen, nur eine andere Seite der Medaille. Herr Löser hat die Rahmenbedingungen, die uns bewogen haben, diesen Antrag zu stellen, schon dargestellt. Wir wissen auch, die Verwaltung hat die Zeichen der Zeit erkannt und arbeitet daran. Sehr interessant fand ich die Auftaktkonferenz hierzu, wo verschiedene Städte, die sich mit dem Thema Hochhausbau schon auseinandergesetzt haben, mal ihr Beispiel gezeigt haben, auf was sie Wert gelegt haben. Auch ich will mich, bevor ich da inhaltlich dazu komme, was man da alles machen kann, mich nicht grundsätzlich Hochhäusern verschließen, aber es muss eben geregelt werden, wann, wie und warum, weil das Stadtbild von Dresden wirklich das Kapital der Stadt ist. Und es gibt jetzt verschiedene Städte, die unterschiedliche Lösungen anbieten. In Frankfurt, aber interessanterweise auch in einer Stadt wie Jena, baut man tendenziell mit Hochhäusern eher eine Krone. Viele Hochhäuser in räumlicher Nähe zueinander, die dann quasi der Stadt eine Krone aufsetzen. Andere Städte, ich kenne das aus meiner Geburtsstadt Hamburg, sagen, dass Hochhäuser dahin gehören, wo zentrale Verkehrsknoten sind, wo früher Stadttore waren, um eben bestimmte Orte in der Stadt zu markieren, ihre Wichtigkeit über das Stadtbild hinaus aufzuzeigen. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber wir uns in Dresden mit den vielen ungesteuerten Hochhausvorhaben, deren Entwickler alle glauben oder auch etwas Gutes für das Stadtbild tun möchten, aber natürlich die Eigenperspektive immer noch eine andere Perspektive ist als die Gesamtperspektive, die wir haben müssen. Das ist eine Entwicklung, die wir deswegen ordnen müssen und deswegen auch Vorgaben machen müssen. Was wollen wir eigentlich als Stadt? Herr Löser hat das wichtige Thema der Blickbeziehungen in Dresden schon angesprochen. Wir haben nicht nur die wichtigsten Beziehungen auf die Altstadt, die weit über den Canaletto-Blick hinausgehen, sondern wir haben in der Stadt, wie ich persönlich finde, auch sehr wichtig, die Beziehungen aus der Stadt auf die Natur. Viele Straßenzüge haben einen direkten Blick auf die Elbhänge, auf den Windberg. Man sieht immer, wenn man durch diese Stadt, durch den historischen Stadtgrundriss läuft, in den Stadtteilen eine Blickbeziehung. Man hat immer diesen Blick auf die Natur am Stadtrand. Und das, auch das ist etwas, was schützenswert ist und was eine Stadt sich erhalten sollte. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch immer das Prinzip gehabt von früher, wir bauen markante Punkte in die Sichtachsen großer Einfallsstraßen. Wenn Sie sich durch das Stadtbild bewegen, werden Sie feststellen, Sie fahren eigentlich immer auf einen Turm zu, auf einen Kirchturm, vielleicht auch immer auf einen Rathausturm. Und wenn die Straße eine Biegung macht, dann ändert sich der Bezugspunkt, aber es ist immer wieder ein neuer Turm. Auch das sind Punkte, die man eben bei sowas mit beachten muss. Wenn ich auf die Landkarte, auf die Stadtkarte gucke, kann ich mir beispielsweise sehr gut vorstellen, dass wir rund um den Hauptbahnhof, was aus meiner Sicht für viele Blickbeziehungen nicht störend ist, die bestehenden Hochhäuser zu einer wirklich wohlgeformten Krönung diesen wichtigen Platzes ergänzen. Wir haben dort ja auch mehrere Vorhaben, aber auch das sollte gut moderiert sein und auch das sollten wir am Ende erst entscheiden, wenn wir ein Konzept haben, was in der Öffentlichkeit anerkannt ist, was uns Leitlinien vorgibt, was auch dringend sagt, was nicht geht, damit für alle Beteiligten die Spielregeln klar sind. Und auf diesem Weg kommen wir, glaube ich, zu einem besseren Stadtbild in dem aktuellen angesprochenen Bauboom. Deswegen werbe ich um die Unterstützung, aber ich sehe aus den Ausschussvoten ja auch, dass hier ein breiter Konsens vorhanden ist. Vielen Dank. Vielen Dank, FDP, Freie Bürger. Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, an sich sind wir auch gar nicht negativ eingestimmt zu dem, was alles bis jetzt gesagt wurde. Der Antrag davor war ein ganz grundlegender. Das ist jetzt ein sehr spezieller und deshalb will ich zwei, drei Bemerkungen gerne machen. Also erstens der Punkt 1, da müssen wir natürlich das Datum noch ändern und mit der Ergänzung zum Schutz der Innenstadt ist das ein Punkt, den wir mitgehen können oder auch wollen. Deshalb beantragen wir, das sage ich jetzt schon, punktweise Abstimmung. Der Punkt 2 ist eine Aufzählung, wo nicht alles so sinnvoll ist. Uns erscheint nach der Diskussion in der Fraktion nur sinnvoll, dass wir den Gestaltungsgrundsatz von 1936 besser beachten. 96, Entschuldigung. Jetzt war ich bei der Olympiade. Entschuldigung, das hat was mit Fußball zu tun. Das hat was mit Fußball zu tun. Unsere Frauen spielen heute.
Also, aber meine Anmerkung, meine Damen und Herren. Wildwuchs, wer hat denn dieses blöde Wort geschaffen? Wildwuchs gibt es nur in, eigentlich in Gärten, aber einen Wildwuchs in einem richtigen Garten gibt es nicht. Und Dresden ist ein Garten. Ich meine, wir kommen aus Dortmund gerade zurück vom Städtetag, das ist nie unbedingt so ein schöner Garten wie Dresden. Aber die geben sich auch Mühe. Wir haben also einen wunderbaren Garten, aber wir haben eine Menge unfähige Gärtner. Und das beziehe ich ein bisschen auf uns. Ein richtiger Gärtner weiß, wie er mit einer Pflanze umgeht, wenn die Pflanze gesteckt ist oder gekauft wurde aus der Baumschule und, dann wird sie begleitet und dann wird dafür gesorgt, dass es keinen Wildwuchs gibt. Wenn ein Baum dann groß ist, dann kann man gar keinen Wildwuchs mehr beseitigen. Beziehen wir das auf unsere Stadt, dann denkt man an das Hotel am Terrassenufer, diesen großen Baum da. Ein Haus haben wir runtergekriegt, aber das zweite steht noch. Da waren wir nicht ganz fähig. Aber wir wollen ja den Wildwuchs bei wachsenden Pflanzen beachten. Und da finde ich es also immer unfair, dass unsere Gärtner, ich nenne jetzt mal Herrn Würz und Herrn Löser, die Obergärtner, die, ich weiß nicht, ob es da Dienst gerade gibt, Obergärtner klingt gut, ne? Die Obergärtner, die kennen alle Regeln, aber im Bauausschuss merke ich dann immer, sie überschreiten die Regelgrenzen und gehen ins Politische. Sie nutzen einfach... Na, Mattis, bleiben Sie ruhig, sonst finde ich auch noch einen Begriff für Sie. Also, immer dann wird es politisch und dann wird es so, die nutzen richtig die Stimmung der Bürger. Natürlich sind unsere Dresdner Bürger manchmal sauer über manche Fassade, aber die ist entstanden über andere Gesetzmäßigkeiten oder Regeln oder nach 34 gebaut. Wir dürfen das also, wir müssen dort ganz sachlich bleiben bei denen. Wir tun auch immer so, das waren die Reden vorhin, als würden die eigentlich bauen, die Investoren und die Architekten, als wären die alle dumm. Und wenn die irgendwie auftreten im Bauausschuss, manchmal bringen sie ja sogar Fassadenmaterial mit. Manch zarte Frau als Sekretärin eines Investors hat schon Steine geschleppt und uns gezeigt. Fand ich klasse immer. Konnte man anfassen, konnte man sehen. Aber das sind die Fachleute. Nicht die Frau, sondern die Steine und das Fassadenmaterial. Also, meine Damen und Herren, warum beachten wir so wenig das Können dieser Leute? Warum tun wir immer so, als würden wir die Baukultur schaffen? Wird von anderen geschafft, wir können sie beurteilen und beeinflussen. Und das wollen wir auch, und deshalb sind wir ja auch für den Punkt 1 noch. Aber es sei nochmal gesagt, so ein Leitbild Hochhausentwicklung machen wir bitte nicht so oft mit Computeranimationen, wo dann farbgrelle, also schon farblich aufreizende, das Auge reizende Blöcke eingetragen werden. Das mit den Hochhäusern hier am Ferdinandplatz, das war ja richtig Manipulation der Bevölkerung. Machen wir es zarter, machen wir es so, wie es wirklich werden könnte und streiten nicht schon immer, wenn eigentlich der Schritt noch gar nicht da ist, indem die Fassade oder die Höhe bestimmt wird. Also schön Regeln einhalten, bitte auch im nächsten Stadtrat dann. Dankeschön. Dann setzen wir fort. AfD-Fraktion das Wort gewünscht. Nein. Bürgerfraktion das Wort gewünscht. Nein. CDU, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Franz, du hast jetzt ganz viel Richtiges gesagt. Das ist kaum zu toppen. Nee, also zum Thema Hochhäuser. Hat sich hier natürlich jetzt insbesondere in den letzten Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren, eine gewisse Diskussion auch entfacht, weil es jetzt tatsächlich zunehmend auch wieder entsprechende Investitionsansinnen gibt. Und es ist auch vollkommen richtig, darüber zu diskutieren. Und auch das haben wir intensiv getan in den letzten Monaten. Der Antrag ist vom März diesen Jahres. Und nee, das Beschlussvotum vom Bauausschuss ist vom März diesen Jahres. Der Antrag ist länger schon in der Beschlussfassung, schon seit letztem Jahr. Und wir haben das ganze Thema eben auch mit Akteuren aus der Stadtgesellschaft gesprochen, unter anderem mit der Gesellschaft Historischer Neumarkt, mit Vertretern der Architektur, auch mit Stadtbild haben wir geredet und die unterschiedlichen Meinungen mit aufgenommen. Und ja, Herr Löser hat schon darauf hingewiesen, wir haben auch in die Historie geschaut, in die jüngere. Und da gab es tatsächlich seinerzeit, relativ früh in den 90er Jahren,
einen entsprechenden Satzungsentwurf für Dresden, der den Schutz der historischen Innenstadt und der historisch geprägten Stadtsilhouette beinhaltete. Und nach reiflicher Überlegung und auch Diskussion der verschiedenen Aspekte und Kriterien zu diesem Thema haben wir dann genau diesen Punkt nochmal in die Diskussion eingebracht. Und ich bin da auch dankbar, dass dann dieser Satz mit aufgenommen wurde, auch von den Antragstellern, und sich in der Beschlussempfehlung des federführenden Bauausschusses vom 6. März diesen Jahres dann auch wiederfindet. Das möchte ich hier nochmal betonen, weil es uns wirklich auch sehr wichtig ist. Der Punkt 1 ist also genau um diesen Satz ergänzt. Er lautet vollständig: Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis zum 28. Februar diesen Jahres, das Datum muss aktualisiert werden, richtig, ein Leitbild für eine Hochhausentwicklung in Dresden zu entwickeln und diese dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. Das ist auch wichtig, dass wir hier darüber nochmal dann im Kompletten beschließen und auch sehr achtsam dann diese Punkte in Augenschein nehmen. Und der ergänzte Satz lautet: Für das zu erarbeitende Leitbild ist der Entwurf der Satzung über den Schutz der historischen Innenstadt und der historisch geprägten Stadtsilhouette vom 5. Januar 1994 einzubeziehen. Und dieser Satz hat für uns den entscheidenden Inhalt, weil er dann tatsächlich sehr restriktiv mit Vorhaben umgeht, die historisch geprägte Stadtsilhouette beeinträchtigen könnten. Und ja, Herr Stallmann-Fischer hat sicherlich dort auch dann in Punkten recht. Am Wiener Platz ist da wahrscheinlich eher Entwicklung möglich als an anderen Stellen der Stadt. Und es ist auch richtig, dass wir nicht nur die Blickbeziehungen in Richtung Innenstadt im Auge haben, sondern auch, das haben Sie richtig benannt, die Blickbeziehungen aus der Stadt raus auf die Elbhänge oder auf die entsprechenden Berge, die die Stadt begrenzen. Und da hat Franz Josef Fischer auch etwas Richtiges gesagt. Es gab da eben leider auch zu DDR-Zeiten die eine oder andere Sünde, die wir eben dann doch leider bisher nicht in der Lage waren zu beseitigen. Aber vielleicht gelingt das in einer mittelfristigen oder längerfristigen Zukunft. Wir werden sehen, wie sich das Thema weiterentwickelt. An der Stelle wird die CDU-Fraktion dann zustimmen, auch nach entsprechender intensiver Diskussion, weil wir diesen entsprechenden Inhalt des Antrages dann folgen können und das für sinnvoll erachten, weil es hier tatsächlich um das eins der wichtigsten Güter für die Stadt geht, nämlich ein Erscheinungsbild nach außen, mit dem die Stadt dann auch entsprechend ja wirbt. Das gilt es zu schützen. Dem stehen wir dann auch positiv gestimmt gegenüber. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch mal kurz auf die Vorgeschichte dieses Wunsches oder dieses Auftrags für eine Hochhausrichtlinie eingehen. Es ist im Prinzip das Funktionieren des demokratischen Bebauungsplanverfahrens gewesen, eben in der Abwägung von Eingaben Träger öffentlicher Belange, die als erstes Projekt beim Lenné-Platz dazu geführt hat, dass uns aufgefallen ist, dass das Landesamt für Denkmalpflege und die städtische Denkmalpflege sturmgelaufen sind gegen einen Hochhauskörper, der entworfen worden ist in einem Wettbewerb 2013 mit den Abmessungen 60 x 50 Meter. Das ist eine Abmessung, die wir in Dresden noch in keiner Weise haben, sowohl in der Länge als auch in der Höhe nicht. Entweder sind wie beim Riegel an der Prager Straße das Gebäude länger, aber niedriger, oder sie sind ein bisschen höher, aber dafür wesentlich kürzer. Und begründet hat das Landesamt für Denkmalpflege und die städtische Denkmalpflege ihre Eingaben damit, dass der Umgebungsschutz des großen Gartens und der Bürgerwiese nicht gewährleistet ist. Und wer sich das angeguckt hat, selbst in DDR-Zeiten ist man mit den 17 Geschossern, die ja im Prinzip vom Fließband aus den Plattenwerken rausgeflossen worden sind, an verschiedenen Stellen der Stadt errichtet worden sind, in Clustern. Kein Hochhaus ist so dicht an eine historische Gartenanlage herangebaut worden. Das sind Prinzipien, die einfach jetzt vergessen worden sind. Und in der Tat hat diese Entwurfssünde, die
einem Wettbewerb. Es ist einem hochmögenden Gremium von qualifizierten Jurymitgliedern, Architekten nicht aufgefallen, dass hier im Prinzip sehr respektlos mit der Umgebung umgegangen wird. Und am Ende hat das zu einer Verzögerung geführt, weil hier gesagt worden ist, wir müssen das nachjustieren. Am Ende ist der Hochhauskörper verkleinert und für diesen Park weggeschoben worden. Jetzt kann man sagen, okay, es ist dort Baurecht geschaffen worden und der Umgebungsschutz ist gewahrt. Das heißt, es ist der Garten wird nicht mehr, die Bürgerwiese, der große Garten wird nicht mehr zum Vorgarten eines Hochhauses degradiert. Hat's funktioniert. Die nächste große Sünde war ein städtisches Bauprojekt, unser geplantes Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz, wo auch eine hochmögende Jury einen Sieger gekürt hat, wo wir dann festgestellt haben, als im Bebauungsplanverfahren die Maße aufgezeichnet worden sind, haben wir festgestellt, in eigenen Betrachtungen von der Südhöhe aus, dieses Hochhaus wird in seiner geplanten Höhe die Frauenkirche in der Stadtsilhouette verstellen. Und das ist ein Unding gewesen, dem hat der Stadtrat dann auch zumindest näherungsweise zunächst mal, darüber wird in Zukunft noch zu reden sein, eine Absage erteilt. Und dieses Hochhaus musste weg, weil es die historische Stadtsilhouette, die Altstadtsilhouette, in einer vollkommen unangemessenen Weise beeinflusst und auch regelrecht zerstört hätte. Die Altstadtsilhouette ist geprägt vom Hausmannturm des Schlosses, von der katholischen Hofkirche, sie ist geprägt im kleinen Turm des Ständehauses mit der Kreuzkirche, dem großen Rathausturm und der Frauenkirche. Jetzt kann man durchaus der Auffassung sein, dass durchaus moderne Zutaten da auch hineingehören können, aber sie müssen dann auch in der Altstadt stehen. Es ist eigentlich nicht gut, wenn dann außerhalb der Altstadt der Blick auf die Altstadtsilhouette im Prinzip verstellt wird und gestört wird. Und was sich dann in Visualisierung des Stadtplanungsamtes herausgestellt hat, es ist auch die Blickbeziehung in der Stadt hin gestört worden. Es sind Gebäude wie die Synagoge, wie die gesamte Altstadt, sich von der Neustadt aus. Überall hätte sich dieses moderne Hochhaus hineingedrängt wie ein Bühnenelektriker in einer historischen Kulisse und hätte dort im Prinzip mit seiner Bohrmaschine und seinem Blaumann irgendwie gestört, weil das nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir dort gewöhnt sind und was sich dort im Prinzip in seiner Endfassung auch bewährt hat. Ziel, die Konsequenz war dieser Antrag von Rot-Rot-Grün, eben eine Hochhausrichtlinie zu erlassen, strukturiert zu untersuchen, wo Hochhäuser gebaut werden können, welche Regeln dafür gelten sollen und welche Blickbeziehungen auch in der Stadt freigestellt bleiben sollen, wo keine Hochhäuser gebaut werden sollen. Dazu gab es auf der Grundlage eines CDU-Antrages aus den 90er Jahren eine hervorragende Vorarbeit, die uns auch auf die aufgebaut werden kann. Und ich denke, dass wir damit im Prinzip sehr viel Gutes bewirken werden und auch zu einer flüssigeren Bearbeitung von Bebauungsplänen führen, auch für Klarheit, wo Hochhäuser errichtet werden können, wie sie aussehen sollen, wo eben nicht. Insofern bitte ich um breite Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank. So, damit wäre die Fraktionsrunde beendet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Schlussworte etc. ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Es ist punktweise beantragt. Ich gehe mal davon aus, dass es Punkt 1 und Punkt 2 heißen soll. Also, wer dem Punkt 1 seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit zugestimmt. Wir kommen zur Abstimmung über den Punkt 2. Wer hier zustimmen möchte, ist jetzt Nein. Ja, 8 Nein, 0 Enthaltung. Ich hätte einen Punkt noch vergessen gehabt vor der Abstimmung. Ich würde es aber im Protokoll so festhalten, wenn jetzt kein Widerspruch sich auftut, dass wir das Datum auf den 31.12. ändern, dass dann ein vernünftiger Zeitraum, das zu erarbeiten ist, dann dem Rat vorzulegen. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das so mit festgehalten. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, machen wir noch einen Punkt und dann machen wir Pause.